Januar 1971. Eintrag im Tagebuch von Heinz Erhardt. Ich habe so eine Ahnung, dass dies mein letztes Album wird. Nun habe ich genug gearbeitet und gelebt. Eine Eingebung, die er einfach ignoriert. Das Jahr läuft gut. Theatertournee, Fernsehauftritte, Zukunftspläne. Er ist ausgebucht für die nächsten 2,5 Jahre. Am Ende dieses Jahres 71 ist wieder ein Tagebuch voll. Heinz Erhardt hat in Berlin ein erfolgreiches Gastspiel beendet, kurz noch einen Dreh angehängt. Am Abend trifft er noch seine Nachbarin Ilse Werner. Im Hotel haben zusammen Abend gegessen, haben noch furchtbar gelacht miteinander. Da hat man eben nichts angemerkt, nichts. Am nächsten Abend kommt Heinz Erhardt zurück nach Hamburg. Wir haben ihn dann abends noch zu Hause begrüßt, als sie ankam, und meine Eltern. Und dann sind sie schlafen gegangen und nachts um 4 rief meine Mutter an und sagte, kommt bitte rüber, die wohnten ja hier um die Ecke. Kommt bitte rüber, mit Papi ist irgendwas. Sie rufen den Notarzt und den Manager. Frau Erhardt rief an und sagt sie, Klemmerchen, was ganz Furchtbares ist passiert. Ich sage, Frau Erhardt, wie sprechen Sie was? Sie weinen doch. Ja, Heinz, der hat einen Schlaganfall. Geht mir heute noch die Stimme schon weg, wenn ich an diesen Satz denke. Schlaganfall. Der virtuose Sprachverdreher Heinz Erhardt kann nicht mehr sprechen. Das Sprachzentrum ist zerstört, die Karriere jäh beendet. Begonnen hat die Karriere spät genug. Erst nach dem Krieg zeigt sich Heinz Erhardt als Prototyp des stets fleißigen und zunehmend rundlichen Wirtschaftswunderbürgers. Sozusagen die künstlerische Ergänzung zum anderen Erhardt, dem Wirtschaftswunderminister. Scheinbare Schusseligkeiten werden zu Markenzeichen seines Humors. Es handelt sich jetzt um Folgendes. Liebe Festgenossen, ganz im Geigentil. Sizilium, ganz stinkelig, pief. Instinktiv, ich bin völlig verstreut. Zähne hoch, beißt den Kopf zusammen. Das ist das hüpfende Komma. Der springende Punkt. Hier. Stand gestern mehr links. Ich bin wieder ein Dummchen. Der wohlbeleibte Brillenträger entspricht in den 50ern dem Bild des Durchschnittsdeutschen, hält den Spießbürgern den Spiegel vor. Allerdings ohne Rücksicht auf das eigene Ansehen, scheinbar so, als sei er seiner Lage nicht gewachsen. Er hat sich überhastet, er war übereifrig und das hat ihm dem Publikum so nahe gebracht, weil ihm das Publikum als liebenswert, als schutzbedürftig empfand. Aber letztlich haben sie ihn nicht beschützt, sondern wollten immer mehr von ihm, Jahr für Jahr. Und er hat es ihnen gegeben, ohne Rücksicht auf sich selbst, bis zuletzt. Riga, hier wird Heinz Erhardt im Jahre 1909 geboren, als Baltendeutscher. Seine Eltern haben keine Zeit für ihn und für sich. Die Familie löst sich auf. Aber jeder möchte den Sohn mal bei sich haben. Heinz fehlt ein richtiges Zuhause. Sein Vater ist Kapellmeister und wechselt oft die Stadt. Soviel ich weiß, hat er wohl in einem Jahr 9-mal die Schule gewechselt. Sind Sie eigentlich in Ihrer Schulzeit Musterschüler gewesen? Oh. Können wir nicht über etwas anderes sprechen? Und das ist ja schon ein Zeichen, dass das also, da kann man ja gar keine Freundschaften bilden. Das geht gar nicht. Nee, ich war eigentlich immer ein Einzelgänger, wissen Sie so. Ich habe mich immer schwer angeschlossen. Ich spann immer so ein bisschen. Ich war immer in höheren Sphären, schwebte ich damals immer. Dadurch kriegte ich auch nie eigentlich so richtig, also ich hatte auch keine Schulfreunde so in dem Sinne. Hatte ich auch nicht. Schulfreundin auch nicht. Ne? Mit 15 wohnt Heinz Erhardt wieder in Riga bei seinen Großeltern. Er vergräbt sich in die Musik. In dem Musikgeschäft seines Großvaters findet er, was er braucht. Noten und Instrumente, vor allem ein Klavier. Heinz Erhardt träumt mit 15 von der Bühne. Als er dann mit der Schule dann aufhörte, die er auch nicht beendet hat und die er auch gar nicht leiden konnte, die Schule, er hatte auch immer schlechte Zeugnisse, hat sein Großvater ihn in Riga in sein Musikgeschäft genommen, als Lehrling. Er sollte eine kaufmännische Lehre machen. Das gefiel ihm natürlich auch überhaupt nicht, denn er wollte eigentlich Musik studieren, ernsthaft Musik. Das war das einzige Gebiet, eigentlich, auf dem ich recht fleißig war. Und ich habe sehr viel geübt und wollte, wie gesagt, mit 15 Jahren Pianist werden. Er liebt das Klavier, aber scheut die Menschen.
Während sich die anderen jungen Leute in Riga traditionell an der Leimer Uhr zum Ausgehen treffen, verbringt er seine Zeit lieber im legendären Café Otto Schwarz. Wir hatten ein Café in Riga, da musste man so die Treppen raufgehen und dann war das Café. Das war für mich unwahrscheinliche Schwierigkeiten bedeutet, diese Treppe raufzugehen. Das Café ist heute das Restaurant eines Luxushotels. Doch was der schüchterne Heinz hier suchte, gibt es noch immer. Den Mann am Klavier. Mit 17 schickt ihn der Großvater nach Leipzig. Dort soll er lernen, Noten zu verkaufen. Stattdessen lernt er heimlich, welche zu schreiben. Studiert am Königlichen Konservatorium Komposition und Klavier. Und er wagt sich zum ersten Mal mit einem Stück auf die Bühne, das auch 40 Jahre später noch zu seinem Repertoire gehört. Das Gedicht heißt Das Gewitter. Also in Leipzig war ich zum Beispiel Mitglied eines Gesangvereins. Das fing ich schon so an als Dilettant. Ich fing ich schon an, so auch unentgeltlich, eben wie gesagt, die Leute zu erheitern. Versucht es wenigstens. Da! Rief der Schwarze da hervor, als wären geöffnete Hölle-Tor. Als stehen die Säulen, die etwas in Flammen, aua, als stürze das ganze Weltall. Erste Erfolge. Sogar schon die erste Autogrammkarte. Hat er sein Glück gefunden? Es währt nicht lange. Nach 2 Jahren ruft ihn der Großvater zurück nach Riga. Aus der Traum, mitten im Studium. Aber Heinz hat jetzt ein Ziel. Und mit einem Blick durch das Fenster des Musikladens hat er es täglich vor Augen. Die Oper von Riga. Er will auf die Bühne. So wie sein Vorbild, sein Vater, der Kapellmeister. Er ist bereit, sich hochzuarbeiten. Aber er hatte überhaupt keine Unterstützung gekriegt. Das musste er ganz alleine schaffen. Aber er war verbissen. Und wenn man verbissen ist, dann schafft man es eben auch. Sein Leben in Riga. Tagsüber Noten verkaufen und möglichst oft an den Klavieren sitzen. Abends Auftritte bei kleinen Festen. Und zwischendurch komponieren. Komplizierte Konstruktionen eines 20-Jährigen, der, wann immer es geht, seiner Leidenschaft nachgeht. Nach seinem Tod haben seine Kinder die vergilbten Noten auf dem Speicher gefunden. Er hat sie später nur einmal angeguckt. Seine Karriere sollte anders verlaufen. Mein Gott, was hast du da bloß verbrochen? Aber wie gesagt, es war mir damals völlig ernst damit, nicht? Am 16. September 1933 ist es soweit. Ein letzter Blick auf den Musikladen. Erhard ist gegenüber angekommen, in der Oper. Die Menschen strömen in Scharen herbei. Seine kleine, tapfere Frau. Es ist die erste Operette des erst 24-jährigen Komponisten Heinz Erhard. Heute hat sie im Schauspielhaus Premiere. Der Dirigent, der hier an diesem Abend ein Gastspiel geben wird, ist in der Stadt wohl bekannt. Es ist sein Vater, Gustl Erhard. Als Kind musste Heinz mit ihm durch die Gegend reisen. Jetzt kommt der Vater zu ihm. Sie haben sich lange nicht gesehen. Aber an diesem Tage verzaubern sie die Kritiker. Ein Jahr später ist Heinz Erhard selbst verzaubert. Gilda Zanetti heißt die Frau, die er in diesem Haus zum ersten Mal trifft. Und mein Vater hatte in diesem Haus auch etwas zu tun und wollte in den 3. Stock. Und meine Mutter lebte im 5. Stock. Und unten am Fahrstuhl fragte er sie, dann wollen Sie auch nach oben? Keine originelle Frage vor einem Fahrstuhl, der nicht weiter nach unten fährt. Aber der Tochter des italienischen Konsuls in Riga gefällt die schüchterne Art des jungen Mannes. Sie treffen sich öfter. Und ein Jahr später wird Heinz Erhard diesen Fahrstuhl täglich benutzen. Sie heiraten und er zieht mit in die Wohnung ihrer Mutter. Denn Geld für eine eigene Bleibe haben beide nicht. In der Zwischenzeit bin ich ja dann auch geboren, 1936. Und da war mein Vater noch im Musikgeschäft. Aber wie gesagt, auch damals wurde er immer noch kurz gehalten. Und es ging denen also finanziell wirklich sehr, sehr schlecht, dass die wirklich manchmal nicht das Geld hatten, um für mich Milch zu kaufen. Die Erhards leben von der Hand in den Mund. An Ausgehen im abendlichen Riga brauchen die beiden jungen Leute gar nicht erst zu denken. Der spätere Kinostar kann sich mit knapp 30 Jahren keine Eintrittskarte leisten. Erhard weiß, was er tun müsste, aber zögert. Seine Frau gibt ihm den entscheidenden Schubs. 1938 hat sie dann zu ihm gesagt, du musst weg von Riga, hier ist nichts mehr zu tun, versuch es in Berlin. Erhard fährt nach Berlin. Er darf nicht scheitern, er darf nicht mit leeren Händen zurückkommen. Er muss seine Familie ernähren, nimmt jedes Engagement an, egal wo. In Breslau wird er ausgepfiffen.
Im Berliner Kabarett der Komiker dagegen probierte einen neuen Stil, den Spaßmacher. Denn mein Mädchen ist doch nicht irgendein Mädchen. Und ich glaube, dass kein Mädchen so schön wie sie ist. Kleine Mädchen, große Mädchen, dünne Mädchen, dicke Mädchen, blonde Mädchen, schwarze Mädchen, braune Mädchen, keine Mädchen. Manche haben lange Schöpfe, manche haben kurze Schöpfe, manche haben falsche Schöpfe, manche haben Bubikopf, manche haben kleine Schuhe, manche haben große Schuhe, manche haben gelbe Schuhe, manche haben Gummischuhe. Mit den kleinen Augen, manche haben große Augen, manche haben Katzenaugen, manche haben Hühneraugen. Kleine Mädchen, große Mädchen, dünne Mädchen. Es ist der Durchbruch. Heinz Erhardt hat es geschafft, ist ein gefragter Mann. Er lässt die Familie nach Berlin nachkommen. Alles scheint sich zum Guten zu wenden. Dann kommt der Krieg. Zweimal wird er zur Musterung beordert, zweimal wieder nach Hause geschickt. Man traut dem Spaßmacher wohl die nötige Ernsthaftigkeit nicht zu. Im November 1941 wird er doch eingezogen, kommt als Nichtschwimmer ausgerechnet zur Marine. Er war Antisoldat, also Soldat war der nicht. Er war Künstler, aber durch und durch. Nicht? Er wäre nie freiwillig Soldat geworden. Erhardt soll nicht kämpfen, soll weiter Spaß machen, die Truppe aufheitern, da, wo es zunehmend ernster wird, an der Ostfront. Also ich glaube, dass unser Vater schon große Angst hatte, denn ich meine, da, wo sie aufgetreten sind, da war ja auch Krieg. Und er hatte schon große Angst. Erhardt tingelt die Ostseeküste rauf und runter. Manche haben zu seinen Gedichten ein letztes Mal gelacht. Manche kennen sie noch heute. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Und das habe ich in meinem Leben nicht vergessen. Ich weiß noch genau, wie er sagte, das Meer ist tief, das Meer ist blau und drinnen schwimmen Kabeljau. Da kommt plötzlich ein Haifisch daher. Das Meer ist tief, das Meer ist blau und drinnen schwimmt kein Kabeljau. Das ist ja schon 62 Jahre her. Und selbst die wenigen Verse, die sind heute noch in meiner Erinnerung. Erhardt nutzt die Auftritte, um an seinem Stil zu feilen. Vieles findet sich in späteren Programmen wieder. Vorrat war ja auch, wenn eine Pointe sich ankündigte und das Publikum schon lachte, dann schrie Heinz Erhardt, nein, 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 noch nicht, noch nicht. Ja, ja. Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ist doch noch nicht aus. Und dann schoss er jetzt drauf und dann ging es jetzt richtig los. So, jetzt können Sie. Heinz schreibt an seine Gilda, weißt du, es ist ein komisches Gefühl, wenn man auf der Bühne steht, das Blümchen aufsagt und es in der Ferne Bumsen hört. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Eigentlich sollte ich dir das gar nicht schreiben, dass ich so weit vorne bin. Plötzlich wurde Alarm gegeben. Wir sofort raus. Heinz Erhardt musste auch raus. Das hat ihn gewundert, dass das so schnell ging. Wir wussten genau, die Geschichte würde nicht ohne Blutvergießen abgehen. Und auf einmal stand Heinz Erhardt in der Türfüllung mit dem Stahlhelm auf dem Kopf, der so hin und her wackelte. Und er sagte, ei, wo ist denn der böse Feind? Ja, da war es um uns geschehen. Da war von Ruhe keine Rede mehr. Da wurde nur noch gelacht, furchtbar gelacht. Fast die komplette Einheit ist im Krieg gefallen. Da ist Heinz Erhardt schon auf der nächsten Bühne. Zum Kriegsende nehmen ihn die Engländer kurz gefangen, schicken ihn aber bald nach Hause zu seiner Familie. Immerhin wird er während seiner Heimaturlaube noch dreimal Vater. Wie viele sucht Erhardt in den Nachkriegswirren nach Frau und Kindern? Da saß jemand in der Uniform auf einem kleinen Koffer und guckte sich um. Und ich war wohl die Einzige, die draußen war. Jedenfalls habe ich so ganz vorsichtig gerufen, Papi, bist du das? Und er war es also tatsächlich. Stunde Null. Die Städte sind zerstört. Heinz Erhardt hat seine Familie wiedergefunden. Ihr provisorisches Zuhause ist ein Schweinestall in Schleswig-Holstein. Nach Riga kann er nicht zurück. Wer jetzt überleben will, muss nach vorne blicken. Erhardt muss Geld verdienen. Sein Name hilft ihm. Erhardt ist längst kein Unbekannter mehr. In Hamburg bauen die Briten den Nordwestdeutschen Rundfunk auf und holen Erhardt im Sommer 1945 als Spaßmacher ins Funkhaus. Seine Radiosendung heißt Sowas Dummes. Erhardt bringt es sogar auf die Titelseite einer der ersten Hör-zu-Zeitschriften. Heinz Erhardt, der Schule und Studium abbrach, sich bislang immer nur durchgeschlagen hat, ist nun beim Rundfunk angestellt, hat endlich einen Beruf. Er wäre in der Schule gefragt worden, was ist dein Vater von Beruf? Das wird dann gesagt, mein Vater ist Vortragskünstler. Ja, Schauspieler damals noch nicht. Seine neue Sendung, Die Glosse der Woche, soll Erhardt in Schwierigkeiten bringen. Weihnachten 1946 werden die sechs Erhards in eine stattliche Villa im Hamburger Nobelviertel Blankenese zwangseingemietet.
Wohnraum ist knapp, da muss man zusammenrücken. Die Bewohner sind wenig begeistert, mögen auch keine Kinder. Gegenseitig macht man sich das Leben schwer. Erhard macht sich in einer Glosse über seinen Vermieter lustig. Dr. Strüver, der im wahren Leben Struve heißt, sähe nur von Weitem wie ein richtiger Mensch aus. Die Leute um ihn herum, oder die das hörten, waren natürlich unheimlich angetan, weil es ja vielen Menschen so ging, die alle zwangseingemietet waren. Und ich werde nie vergessen, mein Vater kriegte dann einen kleinen Prozess an den Hals. Das war kurz vor der Währungsreform. Und er hat den Prozess auch verloren. Das Gericht verdonnert ihn zu 5000 Reichsmark Strafe. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie wieder so viel Geld auf dem Haufen gesehen, was in einer Kiste war, was mein Vater dann, als er den Prozess verloren hat, es war ja 2 Tage vor der Währungsreform, abgeben musste. Als das Geld beim Vermieter ankommt, ist es schon nichts mehr wert. Stille Rache. Aber Erhard erträgt keinen Streit. In diesem Haus, bei diesem Vermieter, kann und will er nicht länger bleiben. In der Straßenbahn vom Rundfunk zum Dammtorbahnhof hat er ein Gespräch mitgekriegt von 2 Herren, die unterhielten sich darüber, dass der eine sein Haus abgeben wollte, er wollte nach Amerika gehen. Und dann hat mein Vater ihm auf die Schulter geklopft, hat gesagt, hier bin ich. Und das ist das Haus, wo meine Eltern bis zum Schluss gelebt haben. In dem kleinen Haus in Wellingsbüttel beginnt endlich das neue Leben des Heinz Erhard. Er ist der Prototyp des erfolgreichen Nachkriegsbürgers, der sich aus dem Staub heraus und heraufgearbeitet hat. Eine propere Familie, ein gut gelegenes Haus. Fehlt zum Wirtschaftswunderglück nur noch das erste Auto. Noch im gleichen Jahr gewinnt er es bei der Lotterie. Das Leben meint es gut mit Erhard, dem König von Wellingsbüttel. Ich bin der König und lebe vom Applaus. Wenn jetzt der Vorhang fällt, geh ich still nach Haus. Ich weiß nicht, wussten Sie das eigentlich schon, dass ich in Wellingsbüttel wohn? Dort bin ich König, ich hab ein Stückchen Land. Und wenn der Sommer kommt, baue ich ein Schloss aus Sand. Dann spiele ich abends auch nicht mehr Theater. Ich bleib zu Haus, 4 Kinder sagen zu mir Vater. Was keiner ahnt, das Geld reicht hinten und vorne nicht. Ein Haus und 4 Kinder sind für einen Künstler kein Pappenstiel. Von einem Auftritt aus Köln schreibt er seiner Frau: Trotz dieser Pleite bitte ich dich nochmals, niemand davon zu erzählen, wie dreckig es uns geht. Dadurch verspielt man sich nämlich den Kredit. So sind die 50er Jahre. Wer nichts hat, ist nichts. Wenigstens nach außen die Fassade wahren. Erhard hat eine panische Angst, seinen frisch ausgebauten Status zu verlieren. Bloß kein Getuschel in der Nachbarschaft. Ich habe ja selbst in Wellingsbüttel auch gewohnt. Das war schon eine pingelige kleine Welt, die da draußen war. Und mit diesen Einfamilienhäusern und den Gärten davor und dahinter. Also das sind pingelige Leute. Und wenn andere die Rollläden runterlassen, ist er unterwegs zu seinen Brettern. Erhard rackert rund um die Uhr, ist ständig auf Tournee oder steht in Hamburg auf der Bühne. Alleine oder mit Kollegen, die ihn zu schätzen lernen. Ich komme rein und sehe einen Herrn am Klavier. Denke, was ist denn das für einer? Und der sagte diesen Satz. Ich bin wieder ein Schelm heute. Was bin ich für ein Schelm? Der hat mein Herz sofort gewonnen. Wieder ein Schelm heute. Nee, also das war diese gewisse Etwas, die Ausstrahlung. Das war für mich ganz klar, dass er war ganz komisch. Ich könnte lachen, obwohl ich kein Wort verstanden habe. Und zwar hören Sie zunächst etwas etwas Altes, nicht? Er hat ja eine Sprache, die man sofort hört. Und wenn man ihn dann natürlich sieht, gibt es auch die Mimik. Das war seine Figur, die er geschaffen hat.
das etwas Tölpelhafte und das etwas immer versprechen und immer diesen machen. Ich trage mein Haar heute offen. Also. Die Fassade täuscht. Erhard ist getrieben von seiner Arbeit, ein Workaholic, der in der ständigen Angst lebt, morgen keine Engagements oder keine guten Ideen mehr zu haben. Jede freie Sekunde sitzt er über seinen Fersen oder am Klavier. Ich glaube, wenn Sie so einen Beruf haben wie mein Vater, wo Sie auch, Sie wollen ja immer gut sein und es muss Ihnen ja auch immer wieder was Neues einfallen. Die Angst, dass einem nichts Neues mehr einfällt, ich glaube, das können wir uns selbst alle gar nicht so vorstellen. Das ist schon ein unglaublicher Druck. Komiker haben Angst, morgen lacht niemand mehr. Wenn der Sturm sich aber legt und kein Lüftchen sich bewegt und man schaut zur Turmuhr flüchtig, geht's dir richtig, geht's dir richtig. Nee, das war nicht so. Nein, halt! Nein, das gilt nicht, das gilt nicht. Das war nicht so besonders. Sein Albtraum aller Komiker, sie treten auf, machen einen Witz und niemand lacht. Es ist ja auch so, dass er eben häufig, wenn wir zusammen saßen, plötzlich aufstand, wegging, in sein Arbeitszimmer und hat was aufgeschrieben. Geben Sie doppelt acht, ja. Geben Sie doppelt acht. Da, alles im Leben geht natürlich zu, bloß meine Hose geht natürlich nicht zu. Das ist gefährlich. Weil er irgendwie eine Blitzidee hatte, weil er Angst hatte, ich habe sie bis nachher wieder vergessen. Wie sagt schon Heinrich der Verschleimte? Er sagt, alles im Leben geht natürlich zu, bloß meine Hose geht natürlich nicht zu. Er durfte auch nicht rein, wenn er gearbeitet hat, nicht? Oder wenn wir zu laut waren, wir Kinder natürlich, dann hat er natürlich Folgendes gemacht. Gar nicht gesagt hat er gar nichts, sondern er hat sich umgedreht, hat Mantel oder Jacke oder wie auch immer, ist rausgegangen und dann ist er losgegangen. Und er ist in den Wald gegangen. Im Wald sucht Erhard die Ruhe, die Eingebung, den Feinsinn, seinen Humor. Was ist Humor für Sie? Alles. Das ist eigentlich mein Lebensinhalt, nicht? Ein Leben für das Publikum. Ein Leben für den Applaus. Erhard ist zerrissen zwischen Kindern und Karriere. Seine Frau begleitet ihn auf den Tourneen, aber die Kinder werden von der Großmutter erzogen. In seinem letzten Album schreibt er: Ich danke meiner Frau und den Kindern. Ich war nicht immer ein guter Vater, aber ich war glücklich mit meiner Familie. In den Sommerferien dürfen zwei Kinder mitkommen. Mehr passen nicht ins Auto. Aber die Leichtigkeit eines Familienurlaubs ist abrupt zu Ende, wenn es Abend wird. Also eine Stunde bevor die Auftritte losgehen, musste er auch seine Ruhe haben, nicht? Das brauchte er. Danke, ich brauche nichts. Wir haben da gar nichts mehr gesagt. Der war auch gar nicht bereit, aus groß sich noch zu unterhalten. Er musste sich wirklich auf sich selbst konzentrieren. Und immer diese Angst, ist es ausverkauft, ist es nicht ausverkauft. Und kurz vorher war er natürlich nervös, guckte durch dieses ominöse Loch im Vorhang und sagte, da sind ja noch zwei Plätze frei. Ich sage, Herr Erhard, ich weiß nicht, ob die krank geworden sind oder verkauft sind sie. Ständig die Sorge, er könne plötzlich nicht mehr gefragt sein. Die Existenzangst wird ihn bis zum Ende nicht verlassen. Dabei geht es ständig bergauf. Das Volk will lachen, kann gar nicht genug davon bekommen, will nur keine ernsthafte Musik. Aber das ist noch immer seine Leidenschaft. Erhard beschwert sich in seinem ersten Film an der Seite von Willy Milowitsch. Da hat man nun jahrelang Beethoven studiert, um einmal Boogie Woogie zu spielen. Ein anderer hält jahrelang die Schnauze, um sie sich einmal zu verbrennen. Erhard hält lieber die Schnauze und macht seine Arbeit. Er taucht in seine Welt und vergisst drumherum selbst die eigene Familie. Wir spielten alle im Garten, tobten im Garten rum. Und mein Vater hat gearbeitet und hat gesagt zu meiner Mutter, ach, kannst du nicht mal die ganzen Kinder da aus dem Garten schicken? Die können doch woanders spielen. Worauf meine Mutter sagte, sei still, das sind alles deine eigenen. Dafür sind sie die Ersten, die seine neuen Sketche hören dürfen. Die Familie als Testpublikum. Dann setzte sich hin und dann hat er von diesem Flügel im Hintergrund hat er dann also an uns hat er natürlich erzählt, was er eigentlich möchte. Und wir haben reagiert und saßen entweder klein, groß und wie auch immer. Und wir haben angeguckt, haben gesagt, ja, oder auch so, oder haben gelacht darüber.
Erhard weiß, was er sagen muss, wenn zu wenige lachen. Entweder alle oder keiner. Aber oder wenn er keine Ruhe in den Saal bekommt. Sizilium, Sizilium. Nehmen Sie sich ein bisschen zusammen jetzt, ja? Nur um eines kümmert er sich nicht. Um sein Herz hat er sich eigentlich wenig gekümmert oder überhaupt um seine Gesundheit. Er war ja permanent unter Stress. Er hat wahnsinnig unter Lampenfieber gelitten. Er hat richtig gelitten unter Lampenfieber. Die Illustrierten wollen Home-Stories. Erhard zu Hause, Erhard beim Fernsehen, beim Toben und so weiter. Seine Frau hasst es, er nimmt's gelassen. Nur die Kinder sind begeistert. Erhards Beliebtheit lockt auch die Filmproduzenten. Nach einigen Nebenrollen ist er 1957 Hauptrolle und Kassenmagnet. In den nächsten 15 Jahren wird er 39 Filme machen. Zu einer Zeit, als die Erziehung der Kinder Sache der Mutter ist, beweist Erhard, dass auch Männer durchaus Gefühle entwickeln können, wenn sie die Distanz mal sein lassen und sich auf die sonst mütterliche Nähe und weiblichen Seiten einlassen. So überzeugend, dass man ihn sich privat auch nicht anders vorstellen kann. Wo ist denn das Köpfchen nach da oben? Ja, so. Ach, lauter Ärmchen kommen da raus, da auch. Ja, so. Komm, jetzt bring ich dich ins Bettchen. Ah. Wenn sich weiße Nebel senken und die Sonne geht zur Ruhe, musst du an ganz was Schönes denken. Mach deine Augen zu. Ich glaube, er war der letzte Humorist, der die 50er Jahre den Leuten angeblich noch als ihre heile Welt vorgegaukelt hat, in der es Verlass gab, in der was richtig Schreckliches nicht passieren konnte. Erst im Nachhinein weiß man, dass das schon ganz schöne Sprengversuche auch waren. Ausgerechnet im Land tausender Kriegerwitwen spielt er den alleinerziehenden Vater. Provokation oder Parodie? Der Film wird auch im Ausland ein Erfolg, der endgültige Durchbruch für Heinz Erhard, der nun gern als ulkiger Papa vom Dienst besetzt wird. Aus 5 Töchtern sind 1958 9 Kinder geworden und eine Frau gibt es auch. Der Film löst im deutschen Kino eine wahre Familienwelle aus. Nur die eigene Familie kommt zu kurz. Es war schon eine sehr große Freude, wenn die nach Hause kam, denn es war ja wirklich nicht so oft. Die waren ja häufig wochenlang nicht da. Disziplin musste dann schon herrschen. Wir mussten schon kuschen. Umso größer ist seine schauspielerische Leistung. Denn im Film nimmt man ihm den wenig durchsetzungsstarken Vater ohne weiteres ab. Durch seine Mimik wird selbst das Donnerwetter am Mittagstisch zur Parodie. Jetzt aber raus, du unverschämter Bengel! Zur Strafe ist du draußen weiter! Verdammt und zugenäht! Aber Friedrich, fluch nicht so! Denk doch an die Kinder! Oh, Mutti, den Ausdruck hat er doch von mir! Langsam wirst du mir aber zu bunt mit diesem Lümmel! Du hast mir ja was Schönes eingebrockt mit den vielen Kindern! Erhard ist nun der Vater der Nation. Eine schöne Geschichte zu einer Zeit, in der halbstarke Rock'n'Roll, Randale und Familienzoff der Normalzustand sind. Natürlich müssen die Geschichten in den Illustrierten dazu passen. Erhard als liebevoller Vater, der jede freie Sekunde mit seinen Kindern tobt. Eine perfekte, heile Welt, die man diesem Mann nur allzu gerne abnimmt. Es war alles gestellt. Also wir fanden das ganz lustig, wenn die Presse kam. Denn dann muss er sich Zeit für sie nehmen. Dann ist gute Laune gefordert. In Wirklichkeit hat er keine Freizeit, verschwindet nach dem Fototermin sofort wieder im Arbeitszimmer, getrieben von dem Drang, neue Ideen aufzuschreiben. Die Kinder müssen warten. Er hat auch mit uns mal gespielt oder im Garten rumgetobt, das hat er auch mal gemacht. Es war zwar sehr wenig, aber diese Situation gab es schon. Das Haus ist inzwischen sein Eigenheim. Aus dem Käfer ist ein Mercedes geworden. Erhard spielt die Regeln des Wirtschaftswunders mit. Dies widerspricht natürlich seinem Filmimage. Im Film wird als Gegenspieler Erhards bewusst der typische Mercedes-Fahrer eingesetzt und stilisiert. Unsympathisch, eingebaute Vorfahrt, Herr der Straße. Dies macht den Gegensatz zum Filmimage des bescheidenen Erhards besonders deutlich. Idiot, Sie denken wohl, die Straße gehört Ihnen alleine. Fahren soll lieber ein Kinderwagen. Sie halbstarkes Kamel, Sie! Lassen Sie sich bloß nicht von mir erwischen! Ein
Benehmen haben, diese Autofahrer. Erhard ist 1959 nach diesem Film in die Spitze der drei populärsten deutschen Schauspieler aufgestiegen. Er ist der Typus des aufrichtigen, unterhaltsamen, leicht verlegenen, rundlichen Mannes. Ein Sinnbild unspektakulärer Bescheidenheit und trotzdem Ausdruck gut genährten Wohlstands. Heinz Erhard wurde für seine Unbeholfenheiten und für seine Kindereien und für seinen kindischen Charakter geliebt, weil man damit sagte, auch damit kannst du Erfolg haben. Doch Anfang der 60er Jahre steht der Erfolg auf dem Spiel. Das Fernsehen ist inzwischen weit verbreitet. Die Leute gucken zu Hause und die Kinos bleiben leer. Produzenten locken die beliebten Filmstars zu Fernsehproduktionen und das Kino blutet aus. Heinz Erhard hat das Fernsehen bislang nicht gemocht, will sich den Leuten im Wohnzimmer nicht uneingeladen aufdrängen, wie er sagt. Auftritte wie Sensationsgastspiel im Kurhotel gefallen ihm viel besser. Aber als nach den Kinos auch die Theater schließen, muss er handeln, um den Anschluss nicht zu verlieren. Erhard gründet eine eigene Produktionsfirma, macht seine Filme selbst. Liebe Fernsehzuschauer, bitte nehmen Sie doch Platz. Wer ist denn das? Darin liegt auch eine Chance. Schließlich hat er so selbst Einfluss auf seine Rollen. Und sein Sohn ist inzwischen Kameramann. Dann habe ich gesagt, ich möchte mit dir einen Film machen. Er sagte, ja, würde ich gerne. Ich sage, ich möchte gerne einen Krimi machen und du möchtest Mörder spielen. Da dachte er, oh ja, dann mal was anderes, was völlig anderes. Und wir haben geredet und geratscht über diese Geschichte, die wir erzählten. Und kamen zu Hause und dann gesagt, meine Mutter sagte, das passt nicht. Sie hatte ein gutes Gefühl, was zu ihm passte. Und deswegen hat sie schon darauf geachtet, weil sie kannte ihn ja logischerweise von uns allen am allerbesten. Und sie hatte absolut recht gehabt. Wir haben da oft drüber gesprochen beim Kaffeetrinken. Und er hat dann auch sich damit abgefunden und sagte, na, ich bleib dabei, wie ich eben bin. Erhard ist nun mal Erhard. Soll ich dir mal was vorsingen? Ja? Pass mal auf. 6 Komödien hat er produziert. Aber er ist kein guter Geschäftsmann. Die Arbeit wirft kein Geld ab. Mein Vater ist ein typischer Künstler. Über wirtschaftlichen Situationen ist nicht, hat er gar nicht nachgedacht. Das ist vielleicht meine Mutter. Und die zieht die Notbremse. Die Firma wird aufgelöst und Erhard kommt gerade noch plus minus null aus der Sache raus. Soll es wirklich wahr sein? Kann er sein Leben lang nur den gleichen Typus spielen? Er hat schon auf seine Träume verzichtet, Komponist ernster Musik zu werden. Nun darf er als anerkannter Filmstar nicht mal eine ernste Rolle spielen? Die Leute wollen von ihm Witze. Genau das verträgt er am wenigsten. Wenn wir Interviews hatten und ich war ja meistens dabei und der Reporter sagte, wann fallen Ihnen eigentlich Ihre Witze ein? Und dann sagte er, sehen Sie, ich mache keine Witze, Sie haben sich gar nicht vorbereitet, guten Tag. Er sagte, ich mache ja keine Witze, das meiste sind ja Gedichte gewesen, die er gemacht hat oder Lieder hat er geschrieben und das konnte er absolut nicht vertragen. Abend für Abend steht Erhard wieder auf der Bühne. Und immer wieder Lampenfieber. Es gibt einige Möglichkeiten, damit umzugehen. Erhard bringt sich mit kleinen Dodos in Stimmung. Dodos hat er die genannt. Dodo, das hat er geprägt, doppelter Dorngrat. Das war sein Markenzeichen. Man muss die innerliche Stimmung haben und so. Und Alkohol ich fand, es schmeckt nicht so besonders gut, aber die Wirkung ist okay. Dann kam ich immer um 7:45 und sagte, Erhard, wir wollen noch eben mit dem Licht und mit dem Stuhl. Und dann kam er, hat noch einen Schluck genommen, hat gespielt. Und dann kam er nach einer halben Stunde mal runter, hat er noch einen kleinen Schluck genommen. Aber seine Frau, sie war dagegen und sofort, dass sie reinkam in die Kantine oder so, hat er immer sein Dodo zu mir rübergeschoben. Nicht? Und ihn nur zu ärgern, habe ich das immer ausgetrunken. Zur 500. Aufführung eines Stücks bekommt er einmal 500 Dodo-Flaschen. Wieder greift Gilda ein, um ihren Mann zu schützen. Wir beide waren immer der Meinung, sie hat das nicht mitbekommen. Und eines Tages sagte sie so, Klemmerchen, nun will ich Ihnen mal was sagen und Heinz in dir auch. Mit eurem Viertelstunde vorher, wir müssen mit dem Licht was machen, da haben Sie meinem Mann noch einen kleinen Dorngrat gegeben. Und ich sagte, oh, Chefin hat's gemerkt. Erhard versucht es ohne. Aber im März 1969 schreibt er, nun spiele ich wieder mit, Dodo. Es geht doch besser so. Herr Minister, entschuldigen Sie bitte, aber ich muss Ihnen eine runterhauen. Hunderte Male spielte er seine Paraderolle, die Figur des Willi Winzig, den korrekten Finanzbeamten, der als Vertreter der kleinen Leute verzweifelt für Gerechtigkeit kämpft und gegen die Obrigkeit aufbegehrt. Man muss auch Rückgrat haben, Herr Minister, nicht nur in der Anatomie, sondern auch in der Politik. Dieser Willi Winzig
war Heinz Erhardt. Er könnte über sich selber lachen. Er hat so Tagebücher geführt. Er hat jeder Presseausschnitt und so weiter, hat in Albums, alles hat er dann und notiert, wie und was und wo. Akribisch dokumentiert Heinz Erhardt sein Leben als Showstar. Jeden noch so kleinen Artikel klebt er ins Album. Als würde ihm die journalistische Bestätigung seines Erfolges helfen, die Angst vor einem möglichen Misserfolg zu verarbeiten. Oder war es doch ein Stück Willy Winzig in ihm? Auch beim Thema Pünktlichkeit ist er penibel. Zu Einladungen kommt er nie zu spät, lieber eine Viertelstunde zu früh. Auch zum Mittagessen duldet er keine Verspätung. Punkt 12 Uhr, wenn wir zu Hause waren, müssen wir essen. Immer um wirklich Punkt 12 Uhr. Unterm Regenschirm am Abend. Theatertournee, Spielfilme, Fernsehshows. Erhardt ist 60 und führt ein stressiges Leben. Immer wieder sendet sein Körper Signale. Doch Erhardt kokettiert mit dem Tod, nimmt die Anzeichen nicht ernst. So, das finden Sie komisch, wie? Erhardt schreibt, mein Kreislauf ist sehr labil. Mal könnte ich Bäume ausreißen, mal möchte ich sterben. Meine Mutter starb am Herzen, mein Vater an der Leber. Was kann mir also viel passieren? Beide waren 64, als sie... Sollte ich doch noch 4 Jahre zu leben haben, es sollte mich wundern. Er soll Recht behalten. Er lebt zwar noch länger, aber nach 2 Jahren raubt ihm der Schlaganfall seinen Lebensinhalt. Noch im Oktober 1971 hat er erstmals eine ganze Fernsehshow alleine moderiert. Großartige Kritiken gibt es dazu. Mich wandelt die Lust an, Ihnen ziemlich herzlich dafür zu danken, dass Sie sich heute Abend hier teils nieder, teils herabgelassen haben, um das gelassen an sich vorüberziehen zu lassen, was wir hier oben vom Stapel zu lassen, den Abend über die Stirn haben. Ja. Da habe ich lange dran gelernt an diesem Satz. Ja. Wiederholen Sie mal, Müller. Ja, ist gut, also. Würdet ihr so nett sein, die Masken aufzusetzen? Dann darf ich unseren Ehrengast bitten. Als prominenten Gast bei Was bin ich steckt er nicht nur 10 Flaschen ein, sondern betreibt auch ungeniert Werbung für sein Buch. Zu der Zeit noch ein absolutes Tabu. Aber die harmlos augenzwinkernde Art von Erhardt ist unangreifbar. Nun habe ich zufällig ein Buch hier, nicht? Zufällig habe ich ein Buch hier, das wurde verlegt, nachher aber Gott sei Dank wiedergefunden. Also, normal. Keine Reklame, bitte keine Reklame. Nein, nein, nein. Das große Heinz Erhardt. Ja, ja, nein. Also, ganz neu, aber bitte keine Werbung. Kostet 15 Mark. Und Sie, und jetzt also. Erhardt dreht noch eine Serie von Willi-Filmen, die ganz auf ihn zugeschnitten und zudem sehr erfolgreich sind. Im letzten Film wird der begeisterte Fußballfan Erhardt seinem großen Idol Uwe Seeler begegnen. Doch sobald die Kamera läuft, kann Erhardt nicht aus seiner Haut, muss seiner schusseligen Rolle des Ahnungslosen gerecht werden. Ich hoffe, dass ich dem 1. FC Jungborn keine Schande machen werde. Auf keinen Fall! Darf ich mir vorstellen, das ist Herr Willi Kuckuck, unser Präsident. Bitte schön. Du wärst denn das überhaupt? Uwe Seeler war ja damals 1970, 69 der große Star. Er war ja ein Fußballfan, er war ein HSV-Fan. Und haben die beiden sich unheimlich gefreut und das war ein tolles Erlebnis. Das letzte Erlebnis, der letzte Film. Aber Erhardt wird ihn nicht bis zum Ende synchronisieren können. Ein anderer muss seine Rolle sprechen. Der letzte Drehtag, 2 Wochen vor Weihnachten. Es ist der Abend, als er zum Essen noch Ilse Werner trifft. Am nächsten Abend seine Tochter in Hamburg begrüßt, die in der Nacht von ihrer Mutter angerufen wird. Mit Papi ist irgendwas. Heinz Erhardt kommt in das nächste Krankenhaus. Ich habe gleich gesagt im Krankenhaus, keiner von euch darf Fotos machen und darf überhaupt nicht sagen, was da passiert ist. Klar. Die Nachricht sickert schnell durch, aber ein Foto hat keiner gemacht. Dafür gibt es immer wieder neue Geschichten. Jedes Wort, das er widersprechen kann, wird gefeiert. Viel Grund zum Feiern gibt es nicht. Ich konnte nur 5, 6 Worte sprechen. Ja, nein, danke und Sonne. Und das Komische war,
Wenn wir erzählten und sagten, draußen scheint die, sagte er von sich allein die Sonne oder der Mond. Heinz Erhardt will widersprechen. Er versucht es immer und immer wieder. Sprache ist die Spielmasse seines Humors, seine Leidenschaft. Aber vergebens. Das mit der Sprache, das kam also überhaupt nicht wieder. Und die ganze linke Gehirnhälfte war kaputt. Er konnte zwar lesen, aber er konnte nichts wiedergeben. Er konnte weder sprechen, noch konnte er was aufschreiben. Das ging alles, das funktionierte überhaupt nicht mehr. Erhardt verfällt immer wieder in Depressionen. Auf alles hätte er verzichten können, nur auf seine Sprache nicht. 1979, zu seinem 70. Geburtstag, will ihm sein Sohn ein großes Geschenk machen. Die Verfilmung einer Oper, die Heinz Erhardt 1948 aufgenommen hatte. Schnell hat er einen großen Stab Schauspieler zusammen. Für Erhardt will jeder nochmals spielen. Eines Tages hat man mich angerufen und gesagt, wir wollen einen Film mit dem Erhardt machen. Da habe ich gesagt, was? Wieso? Was hat er gesagt? Ja, er soll auf einer Bank sitzen. Tatsächlich, er soll selbst mitspielen. Erhardt ist begeistert, er ist wieder dabei. Er konnte nicht reden, er konnte nur sitzen. Okay, da hat er eins hat er getan, er hat gesessen und nicht geredet. Aber wie gesagt, er war da. Erhardt sitzt auf der Bank und lacht. Das ist sein einziger Text. Er war auch bei den Dreharbeiten dabei, im Studio Hamburg damals. Und das ging ihm doch schon sehr unter die Haut. Also ich weiß nicht, ob das nicht besser gewesen wäre. Man hätte ihm persönlich das erspart. Das Stück ist nicht witzig genug. Erhardt leidet, kann sich aber nicht mitteilen. Ich habe ihn sein Dodos organisiert. Weil die haben gesagt, er dürfte nicht trinken. Und da habe ich dann gesagt, dann was hat er dann? Wenn er sein Dodos nicht hat, was hat er dann von Leben? Und deswegen habe ich gesagt, Heinz, wie wär's damit ein Dodo? Und er hat so ein Zeichen gegeben. Und jetzt gehen wir eins trinken, gell? Er war happy. Und das ist die Hauptsache. Es war noch mal wie früher. 4 Monate später verlässt Heinz Erhardt die Lebenskraft. Das letzte Bild an seinem Geburtstag. Und dann verfiel er ins Koma und dann ist er ganz ruhig eingeschlafen, einfach drüber geschlafen. Am 4. Juni 1979 macht er zum letzten Mal das Licht aus. Ein Mann, den die Arbeit zeitlebens nicht ruhen ließ, stirbt friedlich in seinem Arbeitszimmer.